Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, das dritte Mal für mich, Art and Cross with Nina Kay, hier auf Art Cross in Machtrenk und live im Studio. Nicht jetzt, sonst habe ich das jetzt mit Zoom und online mit Menschen von Europa gemacht, mit anderen. Jim Mills war schon hier und Lynn LaRivière. Art and Cross, das beschäftigt mich, Kunst und Glauben, Kirche und Gott, Mission, online, das sind so Stichworte, die ich mit euch besprechen möchte. Ich bin super, dass ihr hier sitzt auf der Couch, dass ich euch spüren kann und nicht nur so verbunden bin. Und zwar ist das Martin Novak aus Deutschland und Georg Schuster hier eigentlich round the corner. Und ich beginne mal bei dir, Georg. Du bist Journalist gewesen, du warst ORF-Redakteur, du bist aber auch Pastor, soweit ich informiert bin, und machst eine neue Idee, zu der wir gleich kommen. Möchtest du noch ein paar Takte zu deinem beruflichen Hintergrund sagen? Naja, ich war 18 Jahre lang als Nachrichtensprecher tätig beim ORF, auch als Chef vom Dienst, bin relativ rasch in diese Verantwortungsposition hineingewachsen und natürlich beginnt das auch auf das Denken abzufärben. Ja. Man denkt sehr stark aus der Perspektive, was interessiert die Leute und nicht, was habe ich für eine Message. Ja. Und zwangsläufig, weil Medien machen Information für Leute, machen Unterhaltung für Menschen und wenn das nicht gesehen wird, dann macht man es umsonst. Ja. Und dieses Denken, das ist etwas, was ich einfach auch gerne in die christliche Welt hineintragen möchte und hineinbringen möchte, weil ja, unsere Botschaft ist uns klar. Ja, wir wissen, woran wir glauben, und meistens zumindest. Und wir wissen auch, dass die Menschen das brauchen, um gerettet zu werden, um in Beziehung wieder mit Gott zu treten. Aber wir fallen so oft mit der Tür ins Haus. Ja. Und wir werden darüber in der Tiefe sprechen, weil ich bin noch beim Vorstellen. Ja. Sorry, ich mache das auch also zum gut. Ersten Mal. 18 aber weil Jahre du jetzt gerade, genau. Du hast jetzt gerade ORF gesagt, Österreichischer Rundfunk, also unser staatliches Fernsehen, wenn man so will. Ist gleich eine gute Überleitung zu dir, Martin Novak, denn du bist Regisseur, du bist im deutschen staatlichen Fernsehen gewesen, soweit ich informiert bin, du bist da ausgebildet worden beim WDR, warst aber auch dann beim Privatfernsehen. Was möchtest du noch so an Stichworten geben, damit man weiß, wer du bist? Das ist schon genau richtig. Ich habe beim WDR, das Westdeutsche Rundfunk, ist öffentlich-rechtlich, so nennen wir das, da habe ich eine Ausbildung bekommen zur Regie. War dann da auch 4 Jahre angestellt, glaube ich, als festangestellter Regisseur. Habe in der Zeit eben sowas Ähnliches wie hier viel gemacht. Also viele Talkshows und viele Live-Sendungen, bestimmt über 1000 Stück oder so in der ganzen Zeit. Und dann war es mir aber irgendwo dort als Festangestellter zu langweilig. Das war nicht so mein Ding. Habe gekündigt, bin dann seitdem immer schon frei beruflich tätig. Habe in der ersten Zeit aber sehr viel fürs ZDF gemacht. Das zweite deutsche Fernsehen ist auch öffentlich-rechtlich. Da habe ich viele so große Musikshows gemacht, so was Schlimmes wie volkstümliche Hitparade und so. Hast du nicht auch die Kochshow vom Biolek? Nee, die habe ich auch gemacht, das stimmt. Das habe ich auch noch beim WDR gemacht mit Biolek. Und dann kamen aber bei uns auch immer mehr die Privaten so auf, RTL, Sat.1. Ich bin da ganz gewechselt von der Show auf so inszenierende Schauspielerregie. Und da, ich bin unter anderem mitschuld an diesen ganzen gute Zeiten, schlechte Zeiten und so an diesen Daily Soaps. Die habe ich mitentwickelt damals mit der Grundy Ufer und bin dann so im Serienbereich hängen geblieben, also Primetime, Abendserie, sowas. Und das habe ich gut 20 Jahre lang gemacht, bis dann irgendwann mal der Punkt kam, dass ich so überlegt habe und auch, dass ich eine Stimme gehört habe, die mir gesagt hat, du solltest nochmal irgendwas Sinnvolles in deinem Leben machen, statt nur so. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich eine eigene Firma gründe. Ich war sonst als freischaffender Regisseur einfach tätig und dass wir diese Firma dazu nutzen, ausschließlich Projekte zu machen, die entweder christlich sind oder zumindest müssen sie ethisch wertvoll sein. Also wir haben auch viel für die Industrie gearbeitet, vorher für Porsche oder für die Deutsche Bank. Sowas würde ich heute nicht mehr machen, sondern seit 10 Jahren machen wir ausschließlich Projekte, die eben christlich sind oder die ethisch wertvoll sind. Das heißt, unsere Kunden sind entweder Kirchen, Gemeinden, Verbände, Vereine oder auch große NGOs wie World Vision oder Compassion in Deutschland, kennt man das vielleicht, oder Open Doors, für die wir ganz unterschiedliche Sachen machen. Das ist so der Stand heute. Ja, ihr seid auf jeden Fall schon aus einer reichen Erfahrung, was ihr schon alles gemacht habt, kommt ihr hierher. Aber was uns jetzt verbindet oder warum wir hier sitzen, was uns da zusammengebracht hat, ist eine ganz spezielle Vision, Georg, oder eigentlich das Stichwort Medienhaus, Uplink Medienhaus, hier in Wels, das ist also, wir befinden uns jetzt gerade in Machtrenk, das ist also Luftlinie 10 Kilometer von hier entfernt. Und wie kam es dazu? Was ist da ganz kurz die Vision, dass ein christliches Studio, ein Setting entsteht?
Also vorweg vielleicht, Vision ist für mich immer ein zu großes Wort. Ja. Ich würde eher sagen, das ist halt einfach ein Tun, weil man eine Notwendigkeit oder eine Not sieht. Ja. Ich sehe die Notwendigkeit, dass wir das Evangelium, dass wir auch den Leib Jesu, dass wir uns als Christen in einer ganz anderen Art und Weise auch präsentieren, als wir das bisher tun. Wir in der christlichen Medienarbeit, da kümmern wir uns so sehr um uns selbst. Ja? Da kreisen wir so sehr um uns selbst und das hat eigentlich eine sehr, sehr, sehr schwache bis nicht vorhandene Außenwirkung. Entschuldigung, weil du sagst immer wieder Medienarbeit. Mhm. Ich bin jetzt der Laie oder ich spreche auch vielleicht für dich und zu Hause und eben für mich, für die Ottoline Normalverbraucherin. Medienarbeit, das heißt ja jetzt nicht nur irgendwelche Drucksorten zu produzieren oder irgendwo etwas zu posten, sondern Medienarbeit, was ist das für dich eigentlich? Oder wie wichtig sind Medien heutzutage? Ein Medium ist immer ein Vermittler zwischen jemandem, der eine Botschaft hat oder der etwas darstellen möchte und einer breiten Öffentlichkeit. Ja, das kann online sein, das kann über das klassische Fernsehen, über das Radio sein, das kann über Bücher sein, über Zeitschriften, wie auch immer. Es braucht ein vermittelndes Medium, etwas, was in der Mitte steht, Medium. Ja? Und natürlich, es gibt einen christlichen Markt für christliche Medienproduktionen. Viele christliche Medienunternehmen oder Medienwerke leben von Spenden. Und natürlich macht man dann das, was die Spender auch erwarten. Und die erwarten primär etwas für sich selbst, dass sie selbst was davon haben. Und das wird ja auch immer mehr, je jünger die Konsumenten sind. Und so dieses Bewusstsein, ja, dass wir ja einen Auftrag haben als Nachfolger Jesu in dieser Welt, dass Matthäus 28 geht hin und macht die Völker zu Jüngern. Ja, das ist auch etwas, was über die Medien funktionieren sollte und was ich nicht sehe, dass ausreichend funktioniert. Also Jüngerschaft ja eigentlich etwas, was über Beziehungen funktioniert. Am Ende vom Tag geht es schon auch um Beziehungen, aber du sitzt heute hier und postulierst eigentlich, wir Christinnen und Christen sollten online, YouTube, Instagram, TikTok, Clips, Fernsehen, Netflix, egal welche Formate, Netflix, präsent sein, so wie wir sind, nicht nur mit der Tür ins Haus fallend, hast du zuerst erwähnt, sondern auch wirklich einfach ein anderes Bild zu zeichnen von Gott, von uns, von Kirche. Martin, möchtest du da noch was ergänzen? Von deinem Traum oder von deiner Vision? Also erstmal muss ich ganz kurz sagen, ich finde diese Sache mit Uplink super. Also ich weiß ja nicht, ist das möglich, sich das anzugucken? Ja, oder? Ich würde sagen, fahrt mal nach Wels, geht mal in die Studio, guckt euch das mal an, weil das ist wirklich ein absolut professionelles, top ausgebautes Fernsehstudio. Also ein großes Studio, ein kleines, eine Greenbox. Du kannst da alles richtig professionell produzieren und das finde ich schon mal eine ganz tolle Leistung. Da bin ich auch gerne dabei. Meine Funktion dabei, dass wir persönlich Kontakt bekommen haben und ich helfe dann manchmal ein bisschen, berate das ein bisschen und so. Zu diesem Thema muss ich sagen, drei kurze Aspekte. Das eine ist, ich wundere mich schon immer, wenn ich so im christlichen Umfeld unterwegs bin und Kunden von mir oder so haben einen YouTube-Kanal und dann haben sie auf einem Video irgendwie 20.000 Klicks und sind super, super happy und finden das natürlich irre. 20.000 Leute. Da, wo ich herkomme, als wir diese Daily Soaps gemacht haben, wenn ich nicht jeden Tag 9 Millionen Zuschauer hatte, dann habe ich Probleme bekommen. 9 Millionen? 9 Millionen, jeden Tag. Und so, der sagt, hallo, das muss doch wohl irgendwie möglich sein, warum haben wir da so viel geschafft und jetzt im christlichen Bereich ist es irgendwie nicht möglich, dass wir Leute erreichen. Es ist deshalb nicht möglich, weil wir keine Leute haben, die es machen. Es fehlt absolut an Ausbildung. Ihr habt ja auch diese Akademie, hier gibt es Artcross. Es sollte vielleicht noch mehr in die Richtung geben. Ich finde das toll, dass junge Menschen sich heute eine Kamera oder ein iPhone schnappen können und legen los und machen irgendwie einen YouTube-Kanal und so. Finde ich toll, das ist eine super Motivation. Oft fehlt aber leider der erwartete Erfolg. Es liegt meines Erachtens daran, dass doch ein Handwerk dazu gehört, sowas zu machen. Gerade so im Bereich Storytelling, Dramaturgie, eine Story aufzubauen und so, das ist eben nicht so einfach. Da brauchen wir Weiterbildung, dass Leute das machen. Sonst kann das eben auch nicht funktionieren. Das andere ist, dass oft auch Geld fehlt, um gut produzieren zu können. Da gibt es aber auch natürlich Möglichkeiten. Geld kann gespendet werden und so. Das ist schon so eine Geschichte. Und das Größte finde ich auch ein bisschen zu dem, was du sagst. Ich habe das letztens auch in der Diskussion gehabt.
da hieß es dann, naja, warum sind wir mit unseren christlichen Inhalten nicht bei Netflix oder bei RTL oder bei Sat1 oder beim ORF oder warum so? Warum nicht, Mann? Und da, warum hieß, nicht? Ja, und da hieß es dann gerne mal, ja, weil wenn du da mit einem christlichen Inhalt kommst, das finden die gleich doof und die wollen ja auch natürlich was haben, was alle Zuschauer interessiert und was Quote macht. Und da sag ich bis heute noch so naiv, ja, und ist das jetzt nicht möglich, auch jetzt mal abgesehen von der ganzen Technik und allem vom Content, ich sage, also wir haben angeblich ja die beste Message der Welt und es ist uns angeblich nicht möglich, einen Film, eine Serie oder was auch immer zu machen, die diese Botschaft erhält, wo trotzdem ein RTL-Producer, wenn er das Drehbuch sieht, das ist ja mal geil. Oh, Entschuldigung, darf man das hier sagen? Das ist ja mal toll, was ihr da habt. Und wo die Zuschauer auch sagen, wow, das ist ja mal toll. The Chosen in Amerika ist es ein bisschen gelungen, obwohl ich da auch nicht weiß, in wie viel im säkularen, wie man so schön sagt, Umfeld da Erfolg ist. Aber ich bin bis heute noch überzeugt, das muss doch möglich sein, dass wir eine christlich oder eine ethisch wertvolle Nachricht so verpacken, dass sie auch ein breites Publikum erreicht. Und dazu gehören sicherlich noch ein paar Bausteine. Das erste aber ist, selbst wenn ich das wollte, habe ich oft gar nicht genug Leute, um das zu machen. Ja, es fehlt also Stichwort Ausbildung, Handwerk, an Weiterbildung und Handwerk. Technik, ja. Stichwort auch Geld. Ja, natürlich. Aber du hast jetzt sehr schön auch von Quote gesprochen und warum ist es nicht möglich? Du hast Erfahrung, wie gewinnt man Aufmerksamkeit? Ja, ja. Und Georg, du hast so einen Standardsatz, den ich jetzt auch schon immer wieder zitiere von dir, ich kenne dich ja, dass du sagst, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und wir sollten ja Menschenfischer sein und wir machen, das hast du jetzt erst auch erwähnt, wir machen sehr gerne etwas, was uns dann gefällt, was wir dann als christlich meinen, was wir dann als gute Botschaft oder so oder uns hineinversetzen in unsere Freunde oder Zuseherinnen. Was hast du da für eine Konzeptidee? Was ist so deine Long-Term-Sicht? Wir wissen, dass 7 von 10 Menschen in den deutschsprachigen Ländern uns Christen nicht mehr zuhören. Ja, wow. Sie sind überhaupt nicht einmal, 7 von 10 Menschen sind überhaupt nicht mehr bereit, uns Christen noch zuzuhören. Mhm. Und das hat sehr viel mit mangelndem Vertrauen zu tun. Ja, ich habe eben, wie erwähnt, in der säkularen Medienwelt 18 Jahre lang gearbeitet und nicht nur, dass die dort draußen, wenn man so will, unterscheiden, ja, das sind die Strömungen und diese Art von Christen, sondern für die sind wir alles eins, ja, und für die sind wir die Geschüttelten. Mhm. Das muss man so sagen. Ja. Die Geschüttelten auf Hochdeutsch? Ja, die Bekloppten oder ja, genau. Ja, genau, ja. Crazy und people. Das sind nicht mehr die Menschen, wir sind für sie nicht mehr Teil der Lösung, sondern wir sind für sie Teil des Problems. Mhm. Und das hat mit mangelndem Vertrauen zu tun. Das heißt, bevor diese Menschen überhaupt beginnen, unserer Botschaft zuzuhören, müssen sie zuerst wieder Vertrauen zu uns fassen und müssen wir Vertrauen aufbauen. Das bedeutet, wir müssen sie dort abholen, wo sie wirklich ihre Bedürfnisse empfinden und nicht, wo wir glauben, dass sie ihre Bedürfnisse haben. Und da kommen wir mit gestreamten Gottesdiensten, mit Predigten und all diesen Dingen, diesen Produktionen, die vor allem dazu gedacht sind, Christen zu ermutigen, kommen wir nicht weiter. Du hast da so ein gutes Beispiel. Du hast es, glaube ich, mal angesehen an einem Sonntag, wie viel... Während der Corona-Zeit habe ich mir mal die Zeit genommen, an einem Sonntag zu zählen, wie viele Gottesdienste auf YouTube im deutschsprachigen Raum gestreamt werden, und zwar gleichzeitig gestreamt werden. Ja? Du kennst die Zahl, es waren rund 500. Ja? Es werden also 500 Sendungen zeitgleich gemacht. Mit großem Aufwand. Mit großem Aufwand, intern. Zum Teil wirklich toll. Ja? Ja. Und diese 500 Sendungen haben insgesamt 150.000 Zuseher gehabt. 150.000 Klicks. In Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen Raum. Alles, was auf YouTube... Wie viele Millionen, 100 Millionen Menschen leben hier. Das sind nicht einmal 2 Promille der Gesamtbevölkerung im deutschsprachigen Raum, die diese gestreamten Gottesdienste ansehen. Ja? Mhm. Und ich gehe jede Wette ein, du wahrscheinlich auch, dass 90% Minimum der Leute, die diese Gottesdienste anklicken, dass das bereits Christen sind, die sich den Weg in die Gemeinde ersparen. Ja? Das ist eigentlich, muss man sagen, eine Magazinentleerung ins eigene Knie. Ja? Weil man serviert den Menschen den Gottesdienst als Konsumartikel und sie brauchen nirgendwo mehr hingehen, damit sie das konsumieren können. Also für mich passt das nicht unter Jüngerschaft, aber okay. Mhm. Letzter Satz, ja. Wenn man sagt, das ist ein Service für meine Gemeindemitglieder, die nicht kommen können und kommen wollen, dann ist das eine ehrliche Feststellung. Aber lügen wir uns nicht in die Tasche, dass das missionarisch sei. Das ist es nicht. Mhm. Und dein Wunsch, und ich merke deine Passion wirklich, ist diese 7 von 10 Menschen, die uns eigentlich nicht mehr ernst nehmen, die uns gar nicht mehr zuhören, deren Sprache wir nicht sprechen. Genau. Die Sprache heutzutage ist eigentlich Smartphone, ist eigentlich für die Jungen TikTok, für die Älteren Instagram. Ja. Schnell, es muss gut aussehen, wir haben Sehgewohnheiten,
die Leute sind verwöhnt. Die müssen wir wieder catchen. Das ist also so, das ist deine unerreichtes Passion. Volk. Das ist, ja, genau, ist ein unerreichtes Volk. Und, ja. Ja, genau. Und jetzt möchte ich aber trotzdem noch ganz konkret zu Uplink Medienhaus zurückkommen, weil du hast das Stichwort Akademie gesagt, du hast das Stichwort auch Ausbildung gesagt. Ich denke mir, Jesus Christus hat es selber ja vorgelebt, dass er ein guter Storyteller war. Absolut. Dass er in Bildern gesprochen hat. Ja. Und wenn Gott diese Kreativität hat, so wie du sagst, du glaubst noch immer daran, dass wenn wir die beste Message haben, bestimmt, dass wir uns dadurch wirklich auf den Hosenboden setzen, uns Gedanken machen, uns Menschen, die Ahnung haben, wie es geht, herholen und sagen, lernen wir doch, wie der Köder dem Fisch schmeckt. Und so habt ihr euch zusammengetan, wir uns zusammengetan für dieses Uplink Medienhaus. Wollt ihr beide da noch mal ganz kurz sagen, was ist da die Idee, wozu wollt ihr auch jetzt Leuten, die uns zusehen? Egal, ob du jetzt Pastorin bist und Pastor oder Gemeindemitglied oder Künstlerin, Künstler, was wollt ihr dieser Welt da draußen mitgeben? Was habt ihr konkret anzubieten? Also das Handwerkliche, wie man das umsetzt, das ist deine Expertise. Auf meinem Herzen brennt in diesem Zusammenhang das Einssein der Christenheit. Weil diese 70% unserer Bevölkerung zu erreichen, ist ein Kraftakt, das kein Werk alleine schafft, das keine Denomination alleine schafft, das keine Gemeinde alleine schafft. Das ist ein Kraftakt, den wir nur im Miteinander schaffen. Dafür braucht es einen Schulterschluss der Christenheit. Nicht nur aus finanziellen Gründen. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, es ist in der Christenheit weltweit 3000 Mal das Geld vorhanden, um die ganze Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Und 5000 Mal das Personal, um das zu tun. 3000 Mal das Geld. 5000 also, Mal das Personal. Genau. Ja. Das heißt, aber, also, es müsste eigentlich möglich sein. Ja. Und da stelle ich mir einfach die praktische Frage, warum ist es das nicht? Ja. Warum schaffen wir es nicht für dieses eine Ziel, für diesen einen Wunsch, den Jesus geäußert hat? Ja, kurz bevor er ans Kreuz genagelt wurde. Vater, mach sie eins, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Warum schaffen wir es nicht, dass wir uns für dieses eine Ziel zusammentun? Das heißt, das Uplink Medienhaus in Wels, direkt am Bahnhofsplatz, ist auch dein Traum, dass sich da Leute treffen und sich für dieses eine Ziel zusammentun. Genau. Egal, ob sie Geldgeberinnen sind, Sponsoren, Mäzene, Künstler eben oder Lernende aus Gemeinden und sagen, ja, wir wollen ja lernen, wir wollen uns verbessern. Wir wollen diesen Schulterschluss tun. Es gibt auch einen Förderverein oder ist dieser Förderverein entsteht, im Entstehen. Mhm, genau. Das heißt, Uplink Medienhaus Wels, das ist so ein neuralgischer Punkt. Das ist nicht die Lösung, das Nein, ist jetzt nicht ein neuer das Dienst. Das ist nicht ein neuer Dienst, das ist nicht ein neues Werk, darum ist es uns nicht gegangen, zu sagen, hey, jetzt alle uns nach, weil das hat in den 40 Jahren, in denen ich in der Christenheit unterwegs bin, noch nie funktioniert. Ja? Es braucht einen Schulterschluss auf Augenhöhe, aber es braucht auch den Ort, wo eine Strategie entwickelt wird, ja, wo auch das Geld vorhanden ist, um diese Strategie des gemeinsamen Vorgehens der Christenheit für die Mission überhaupt einmal zu entwickeln. Und für die Medienmission. Für die Medienmission, ja, das ist so dein Stichwort. Genau. Ja, die Medienmission. Also dein Herz brennt für die Einheit, für diesen Schulterschluss, für dieses Netzwerken, für dieses Inspiriertwerden, für diese Idee, dass Jesus da online rauskommt, dass so auch Reich Gottes und auch auf Netflix und wo auch immer. Wo auch immer. Ja, an jeder Ecke. Georg hat gesagt, dass du jetzt eher inhaltlich, du kommst also aus einer anderen Ecke, er kommt jetzt erst, es war jetzt eher das Pastorenherz. Ich bin kein Pastor, genau. Genau, das Pastorenherz, was wir da rausspüren. Du bist jetzt der Regisseur, du hast da ein bisschen einen anderen Blick, auch schon Erfahrungen. Was magst du noch mitgeben? Du kannst auch ruhig in deine Kamera sprechen, du weißt ja, wie das geht. Was liegt dir da noch so am Herzen? Uplink. Ganz praktisch zu dem Uplink würde ich sagen, diese Ausbildung finde ich toll. Also, wenn ihr da in www.uplink.academy mal reinschaut, schaut euch das Trainingsprogramm an. Und ich würde wirklich raten, wenn ihr junge Leute seid oder wenn ihr junge Leute in der Gemeinde habt, versucht so viel Ausbildung wie möglich zu bekommen. Es gibt viele YouTube-Tutorials und all sowas, aber am besten kann man es wirklich lernen, wenn man vor Ort einen guten Trainer und einen guten Workshop hat. Und ich glaube, bei der Uplink-Akademie findet man zu jedem Thema, das relevant ist, irgendwas. Und selbst wenn es nicht so sein sollte, könnte man es machen, wenn ein Wunsch da ist, zu sagen, ich möchte gerne das und das lernen. Also guckt da rein und geht dahin, weil da sind gute Trainer außer mir, auch noch andere, das weiß ich. Das ist das Schöne, dass in der gesamten Christenheit eigentlich das Know-how vorhanden ist, ja? Dass wir die Kapazität wie den Martin haben. Ja? Es ist nicht so, dass wir das erst erfinden müssten oder entdecken müssten. Es ist ja da, aber es muss angewendet werden.
Nächster Appell ist für das Studio zum Beispiel. Da steht jetzt ein Studio, das kann man anknipsen und dann läuft das. Also das heißt, die Kapazität ist da. Wenn ihr als Gemeinde, wenn ihr als Verein oder wenn ihr als, wie auch immer, als Privatperson, und das ist vielleicht das Wichtige, natürlich könnt ihr da jetzt nicht einfach produzieren. Also ihr könnt nicht in dieses Studio gehen und sagen, wir machen da jetzt Fernsehen. Dafür braucht ihr natürlich die Uplink-Leute und vielleicht auch Leute, die für euch die Konzepte entwickeln, die Strategien entwickeln und so. Aber das tun wir. Und da ist eine große Bitte, macht es doch einfach so, dass ihr uns vertraut, wenn ihr sagt, wir haben die und die Idee, da diese Richtung möchten wir gerne, dass wir etwas für euch entwickeln, weil wir oft das Problem wirklich haben, ich habe ja viele Kunden, kann jetzt natürlich da keinen nennen, aber die wollen dann gerne ein ganz neues, ein ganz tolles Konzept und möglichst auch viral für Social Media und das darf dann natürlich auch provokativ und so weiter sein. Da schreien wir ja alle laut Halleluja, sagen, darauf haben wir immer gewartet, dass das mal passiert, eben nicht nur so für die Spender, wobei wir die nicht diskreditieren wollen, ist schon toll, dass es Spender gibt und so. Und dann machen wir so ein tolles, provokantes Konzept. Und da habe ich es nicht nur einmal erlebt, dass ein Kunde sehr oft sagt, ja, aber das ist jetzt doch ein bisschen zu provokativ und so. Und da kannst du dreimal sagen, bitte vertraut uns, wir wüssten, dass wir da Klicks kriegen. Ich habe ein Beispiel, das auch immer erzähle, ein Beispiel mal gemacht. Und da haben die uns das wirklich komplett überlassen. Ich habe dann auch gesagt, wir entwickeln für euch ein Video und wir werden euch vorher weder ein Konzept zeigen noch das Video. Wir geben euch das und dann könnt ihr es nehmen oder vergesst es halt, wenn ihr es nicht gut findet. Und sie fanden es nicht so gut, da haben es dann trotzdem irgendwie genommen. Es war ein Video auf Facebook und das war auch bei einem Kunden, der sonst glücklich ist, wenn er mal 10.000 Klicks hat. Das hat er innerhalb von 2 Tagen 1 Million Klicks. Eine Million. Und auf YouTube auch nochmal 1 Million und so weiter. Wo wir dann gesagt haben, es ist möglich. Also deshalb habt Vertrauen, kommt in dieses Uplink, redet mit Georg oder mit den Leuten, wenn ihr Ideen für Konzepte habt, lasst die dort umsetzen. Und das nächste ist dann genauso der Schulterschluss, den ich auch eher in Richtung Kapazitäten, Ressourcen und auch Geld sehe. Haut die Kohle in diesen Förderverein, damit wir mal loslegen können. Also hier Martin Nowak, Georg Schuster, deren Herz brennt, dass online was passiert, dass 7 von 10 uns wieder zuhören, dass der Köder dem Fisch schmeckt und dass da auch mehr Mut ist. Und das Ganze unter dem Stichwort Uplink Medienhaus. Und jetzt noch von meiner Seite als Arts-Pastor muss das ja sein, dass ich sage, hey, wir sind doch ein Licht auf dem Berg. Und dieses Licht soll auf den Leuchter. Und ein Leuchter in der heutigen Zeit, das ist eben, das sind eben die Medien, das sind soziale Medien, das ist Netflix, das ist YouTube, das ist der Leuchter. Haben wir doch den Mut, das Licht dort leuchten zu lassen. Sei dabei. Danke fürs Zuhören und danke an meine Gäste gerne hier in dem tollen Artcross Studio. Danke für die Einladung. Danke, dass wir hier sein durften.